ist jetzt provisorisch alles drin. Natürlich sieht das jetzt so bescheiden aus. Ich muss natürlich alles nochmal verlegen. Also keine Panik. Jetzt gucken wir nur, ob der startet. Also wie er jetzt läuft, ist egal. Er muss einmal starten. Hier, die habe ich auch noch nicht fest. Muss es auch nicht. Er muss einmal nur starten. Und das war's. Dann baue ich natürlich alles wieder schön zusammen. So, heute bauen wir mal den Kabelbaum aus von dem Golf 3 hier. Ja, weil wir das ja hier einbauen. Boah, das sieht ja richtig geil aus. Bäh, wo ich es jetzt gerade wieder sehe hier. So, dieser Kabelbaum, der hier. Ja, hallo, nicht meine Hand wuchs. Da einmal. Ja, dieser Kabelbaum kommt hier rein. Ne? Und bei dem Video zeige ich euch, wie ich das mache. Und ja, und ihr werdet selber sehen, ist eigentlich so nicht schwer, das Ganze. Weil wir holen das komplette Kabelbaum hier raus und packen das komplette Kabelbaum hier rein. Ne? Damit wir das Ganze natürlich zum Laufen bringen. Ne? Ist ja einfach bei dem. Hier haben wir einmal einen Kabelbaum. Dann ist das Ganze nochmal hier zum Motorraum und dann rein ins Innere. Und das werde ich natürlich machen. Und danach werden wir mal schauen, ja, dass wir das so weit wie möglich zusammenkriegen. Bin selber gespannt. So, das ist der vom Golf, ne, den wir jetzt einbauen müssen. Das ist der neue, also das ist der von dem Motorschaden, der zum Turbo jetzt kommt, also Turbomotor. Das ist der von dem VR6 normal, ne? Der 91er damals oder 92er. Ja, jetzt müssen Sie natürlich ja so machen, der Golf 4 hat hier andere Lichter vorne, ne? Und die passen ja nicht. Aber das Geile ist, Özgür, du warst sogar dabei, ne? Wir haben das hier einmal komplett getrennt. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Das ist ja einmal für die Lichter und für die Heizung. Ach, für die Heizung sage ich, für den Lüfter und so. Ne? Kühler und so. Habe ich ja schon alles gemacht und das ist ja geil. Das müsste man auch so machen. Genauso, getrennt das Ganze. Weißt du noch, 2 Tage Arbeit war da. Genau. Ja, und jetzt muss ich natürlich, es gibt jetzt 2 Optionen, was ich machen kann. Ich kann das jetzt komplett einbauen und das, was ich nicht brauche, so ein bisschen versteckt zur Seite. Oder wir schneiden das Ganze jetzt nochmal ab und nehmen das Wichtige raus. Holen das Wichtige raus und das Unwichtige schneiden wir ab. Was soll ich sonst sagen? Ja, wir könnten jetzt uns natürlich sehr viel Arbeit machen. Aber ich glaube, das wird die schlaue Variante sein, glaube ich. Ne? Weil wir müssen jetzt diese Kabelbaum hier. Ja. Also sprich, diesen Kabelbaum, was hier ist, alles übernehmen. Das brauche ich ja alles für den Motor. Ja, das ist natürlich so eine Sache, ne? Das ist so bescheiden gemacht, das Ganze. Aber was wollen wir machen? Ne? Jetzt müssen wir durch. Also das komplette jetzt aufschneiden und wieder zurecht basteln. Da freue ich mich ja. Deine Lieblingsaufgabe. Meine Lieblingsaufgabe, was ich jetzt 10 Stunden jetzt wieder dran sitzen werde. Aber zum Glück haben wir gleich Feierabend und dann kann ich das in Ruhe machen.
Kabelbaum, der mitgegeben wurde für den Turbomotor, passt leider nicht. Also müssen wir einmal den Schlachter nehmen. Und da habe ich die schon ausgebaut. Bauen wir das ganz schnell ein und dann mal schauen, ob das Ding auch gleich startet. Ne? Alles umsonst oder nicht? Mal schauen. Also wie er jetzt läuft, ist egal. Er muss einmal starten. Hier, die habe ich auch noch nicht fest. Muss es auch nicht. Er muss einmal nur starten. Und das war's. Dann baue ich natürlich alles wieder schön zusammen. Das Gute ist, der läuft, das heißt, der springt an, geht wieder aus, genau weil wir die Wegfahrsperre aktiv haben. Weil wir den Kabelbau von denen genommen haben und den Steuergerät von denen genommen haben, ja, sagt er natürlich, hallo, Wegfahrsperre geht an, geht aus. Ne? Das ist das Gute, geht auf jeden Fall an. Was ich jetzt machen werde, ist auf jeden Fall, dass ich die Wegfahrsperre einmal raushole und hier einbaue. Mal schauen, ob das klappt. Habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe mir ja so gedacht, dass ich die Wegfahrsperre von dem übernehme. Aber nein, der Golf 4, also ist ja 95, 98, hat eine ganz andere Wegfahrsperre, ganz anderen Stecker. Also geht das Ganze nicht. Also müssen wir Steuergerät einmal nach mit dir bringen und mit dir muss einmal die Wegfahrsperre deaktivieren. Sonst, Auto ist super, der läuft, ich werde den auch so zusammenbauen. Der läuft und geht leider wieder aus. Wir können auch nichts machen. Jetzt zeige ich euch nochmal. Ja, das war's. Dann geht er natürlich wieder aus. Aber ja, egal. Kabelbaum ist fertig, Kabelbaum ist dran. Jetzt werden wir das Ganze nochmal schön verlegen. Und ja, bis wir jetzt auch mit dir waren. Mhm. Ne? Aber ist ja jetzt okay. Also haben wir jetzt, ich sag mal, 80% fertig. Kabel verlegen, Front und dann ja die Rohre, das war's. Und das machen wir im nächsten Video. Oder mit dir sollen wir mal zeigen, wie er die Dings deaktiviert. Wäre geil. Wegfahrsperre. Sonst gerne, ich hätte das echt jetzt gemacht. Wenn er das macht? Hä? Wenn er das macht? Ja, wenn er das macht, wird das auf seinem Kanal sein. Ansonsten, egal. Gut. Ja, der Jonas, der fummelt sich noch hier zurecht. Hier so. Jungs, ihr kennt ja diesen ganz normalen V6-Tacho, ne? V6-Tacho, ne? 240, gibt es die nicht auf 260 auch? Keine Ahnung. Ich glaube, Facelift war 260, ne? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hier mit Öltemperatur und so. Das ist der ganz normale V6-Tacho. Aber wir werden das hier ändern bei uns. Das wird der liebe Jellel machen, der hinter der Kamera ist. Und Jellel, einmal hier rein, bitte. Und wer hat es erkannt? Ups, so schön. Ja, warte, sieht man nicht gut? Da, genau, es ist ein GSI-Tacho. Wir passen das Ganze gerade an und so wird das Ganze aussehen. Und wenn der eine sagt jetzt, sieht doch zu tief oder sowas, nein, der ist genauso tief, Jungs. Nur, das wird digital sein. Und wir werden das Ganze anpassen. Jell wird das jetzt anpassen, er hat das ja schon so komplett schon mal, ja, angeschaut, hat die Maße genommen. Wirst du mittig machen, ne, Jell? Ja, höchstwahrscheinlich. Ja. Winkel ist auch richtig. Genau, und das ist das Geile. Weißt du, was ich geil bei dem Tacho finde, Jelle? Ich versuche mal ein Foto hier einzublenden. Du hast ja bei 4000, 4500 hast du so eine Dings. Genau, da ist optimaler Schaltpunkt. Ist optimaler Schaltpunkt? Da, bei 4000, bei 4000 kommt dann der Turbo. Du weißt ja, wann der Turbo immer kommt. Boom. Ja, ist Gewöhnungssache. Ja, das ist schon geil. Also, ich werde das feiern. Habe ich noch nie gesehen bei einem Golf. Das Schöne ist auch sehr, sehr wegen TÜV relevant. Die TÜV-Prüfer wollen ja sehen, dass hier Nebelschlusslampen und so weiter an sind, also dass da eine Kontrolllampe. Ja, genau, wenn du anmachst, ne? Genau, das und daher wirst das du da. Das ist ja auch egal, weil das ist ja überhaupt nicht da. Ja. Das kriegen wir schon hin. Nee, ist ja auf alles vorhanden. Achso, du hast das hier vorhanden. Das brauchen, also im Tacho haben wir das gar nicht verwandt. Nee, hat er. Ah, stimmt. Jetzt habe ich das verstanden. Ja, wenn du einen richtig miesen TÜV-Prüfer hast, der wird dir dann sagen, ja, ich möchte da so einen Kilometer Geschwindigkeitsnachweis. Gibt's auch. Ja, aber auch hier. Das ist so eine Ermessungssache. Genau. Ja. Die werden das schon nicht sagen. Also, Jungs, Warte. Schön. Janet.
Aber sehr schön. Ja, also Jungs, was sagt ihr dazu? Wie? Warte. So, was sagt ihr zu dieser Idee, dass wir den GSI-Tacho nehmen? Weil wir ja auch ein Stückchen, Stückchen Geschichte reinmachen. Bei GSI-Tacho feiere ich persönlich selber. Wird bestimmt geil aussehen. Was hängt ihr von der Idee? Was meint ihr? GSI-Tacho in einem Golf Cabrio. Jungs, kann das was Geileres geben? Also für mich, weil es gibt ja auch vom VW einen Digital-Tacho. Kennst du die, Jelle? Golf 2. Golf 2 war das? Ja. Aber da war sau teuer sind die. Weil die sehr, sehr selten verbaut wurden. Aber ganz ehrlich, die sind ja auch so ähnlich verbaut. Ne? So ich glaube, der hatte, guck mal, das Tacho zum Beispiel, das hat ja Öldruckanzeige, ne? Öldruckanzeige, also so mit Balken. Ach, bei dir? Ja, der hat das auch. Deswegen, wenn du da so einen Geber drin hast, können... Habe ich drin. Ja, dann schließen wir das auch mit an. Ja, aber das finde ich geil. Also ich feiere das. Wenn das noch richtig geil wird... so richtig geil verbaut wird, da ist ja natürlich der hintere Kameramann hier, der Jellil, verantwortlich. Aber Jellil, wer Jellil kennt, der weiß, dass der solche Arbeiten schluckt und gerne macht. Ja, so ein, zwei Nächte gehen da bestimmt drauf. Nein, du machst das schon. Und ihr könnt hier, Jellil verlinke ich mal unten. Wer den ganzen Umbau sehen möchte, kann einmal auf Jellils Kanal gehen, ihr YouTube-Kanal. Er macht so hier. Geht mal ruhig drauf, lasst ein Abo da. Und guckt sich seine ganzen, also er macht einen verrückten GSI. Und ich habe sogar gesehen, du hast auch so ein, das war auf Instagram. Wie, was? Auf Instagram hast du diesen Tacho auch gemacht, ne? Ja, genau, den habe ich ja, da. Bei Instagram könnt ihr ihn auch gerne folgen. Und ja, meins auch. Ist ja ganz wieder, ist das zwar das Gleiche, aber ich habe da noch was ganz Spezielles. Ich feiere das auch. Ja, kann man bestimmt noch was machen aber zu. Für mich ist jetzt wichtig, es muss funktionieren. Genau. Es muss geil aussehen und die Drehzahl. Auf die Drehzahl bin ich sehr, sehr gespannt. Das Auto wird sowieso geil und Tacho ist nochmal dieses i-Pünktchen da oben drauf. Ja, ein Highlight auf jeden Fall. Definitiv. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Tuzzi. Bis dann. Haut rein. Ciao.